Auf mein Haus ist schon wieder ein Zombie. Ich könnte auch kotzen. Also beim letzten Mal hatte ich einen Creeper zu Besuch. Jetzt habe ich einen Zombie zu Besuch. Ich hatte schon Skelette zu Besuch. Also ich habe hier wirklich Besuch in Massen. So, liebe Leute, und willkommen zurück zu Sky Family. Gestern war das Voting und das Voting hat natürlich sich eindeutig dafür entschieden, dass die Hühner jetzt zu uns mit auf die Sky Family Ranch kommen. Ja, es hat sich schon einiges auf der Karte verändert. Das liegt daran, dass mein Rechner zurzeit, wie auch schon in den Kommentaren geschrieben, zurzeit ein paar Probleme macht und deswegen, ja, werde ich versuchen, heute das Ganze so kurz wie möglich zu halten und dann gehen wir mal auf den Server, dass ich euch kurz zeige, was bisher passiert ist, während ich dann versuche, noch meinen Rechner den Fehler zu beheben. So, gut. Hier scheint soweit alles in Ordnung zu sein. Hier brauchen wir noch das Holz ab. Und dann haben wir eigentlich soweit hier passt alles. Oh, verdammt. Ja, jetzt muss ich hier einfach runter. Das geht nicht anders. Ich habe keine Axt mehr. Ich muss auch noch mein Holz fertig kriegen. Das habe ich auch schon weitergebaut. Aber auch das konnte ich leider bisher nicht zeigen. Wie gesagt, es tut mir leid, dass es bisher jetzt zu diesen Fehlern kommt. Das ist mir vorher noch nie passiert. Und ich bin auch schon am Suchen von dem Problem. Also ein Virus ist es anscheinend nicht. Das scheint, dass er sich überhitzt. Und da muss ich dann auch mal meinen Rechner aufschrauben und mal gucken, ob ich dadurch den Fehler beheben kann. Da ist dann auch noch Holz. Aber da, glaube ich, komme ich nicht ran. Nee. Leider nicht. Da ist noch ein Zeppling. So, hier sollte eigentlich auch nichts mehr sein. Aber es scheint, dass hier noch irgendwas ist. Da. Ich wusste, irgendwo ist noch was, aber ich konnte es mir nicht so wirklich vorstellen. Jetzt hoffen wir mal, dass hier alles verschwindet nach einer Zeit. Oh, hier ist aber auch nichts mehr. Ist da noch irgendwas? Ja, da ist noch was. Brauchen wir das auch noch ab. Ja, jetzt sollte hier eigentlich nichts mehr sein. Nein! So, hier haben wir genügend Setzlinge, die wir pflanzen können. Auf mein Haus ist schon wieder ein Zombie. Ich könnte auch kotzen. Also beim letzten Mal hatte ich einen Creeper zu Besuch, jetzt habe ich einen Zombie zu Besuch, ich hatte schon Skelette zu Besuch. Also ich habe hier wirklich Besuch in Massen. Oh, du bist genau perfekt gelandet. Haben wir hier noch irgendwas? Außer einem Apfel nix. Hier scheint nichts mehr zu sein. Warum ist denn das dann noch da? Egal. So, wie gesagt, ich versuche das alles so kurz wie möglich zu halten, um jedenfalls einen Part fertig zu bekommen. Jedenfalls so 10 Minuten versuche ich durchzuhalten. Genau, unsere Hühnerfarm kann ich auch nochmal ganz kurz präsentieren. Die haben wir jetzt hier. Und die Hühner können wir auch, na komm, füttern. Ja, wunderbar, hat funktioniert. Gut, dann muss ich jetzt mal gucken. Muss ich natürlich da irgendwie oben an mein Haus ran und muss gucken, dass ich da das schaffe, ohne zu sterben. Das klang gerade nach einer Spinne. Okay. So. So. Komm her, komm, komm, komm. Nicht mit mir. Gut. Haben wir das ja alles soweit sicher? So. Gut, hier muss ich jetzt aufpassen,
Weil hier muss ich nämlich nochmal hoch. So. Gut, mehr darf ich nicht machen. Ganz wichtig. Und den Rest hier muss ich jetzt in Slabs umwandeln. Halt, in Slabs, habe ich gesagt. Das sollte reichen, dass ich da auch hochkomme. Und dann muss ich dann sogar noch... Wie heißt es? Fackeln machen. Muss nämlich oben noch ausleuchten. Ansonsten kommen hier wieder böse Kreaturen und das wollen wir ja nicht. So. 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Das Ganze nochmal hier. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3. Genau. Des Weiteren ist das nächste Voting gestartet. Diesmal geht es darum, wir haben uns nützliche Dinge diesmal rausgesucht, die wir für nützlich erachten. Die wir wirklich mal dringend bräuchten. Und ja, das sieht schon mal gut aus. Ich hoffe mal, dass jetzt hier keine Kreaturen spawnen können. Ja, und da könnt ihr dann entsprechend natürlich voten. Ja, diesmal sind es, weil es das vierte Voting ist, 4 nützliche Gegenstände. Oh Mann. Und ja, wir würden uns freuen, wenn ihr euch entsprechend für die Gegenstände entscheidet, die wir uns da ausgesucht haben. Und das ist auch das letzte Voting erstmal, das es gibt, weil danach dann die neue Sky Family starten wird. Und die neue Sky Family ist schon so gut wie am Start. Ja, wann genau der Termin ist, kann ich jetzt aktuell leider noch nicht sagen, weil wir selber das noch nicht wissen, wann die lieben Leute da an den Start gehen. Ja, wir machen dann noch einen Termin aus und dann geht das an den Start. So, das sieht doch schon mal schön aus, wieder. Hoffen wir mal, dass jetzt nicht wieder ein Creeper kommt, der alles zerstört. Oh, hier hätten wir sogar noch Slabs gehabt. Oh, da kann ich den Bogen sogar noch kombinieren. Das ist ja praktisch. Mach ich das doch gleich mal. Haben wir gleich einen etwas besseren Bogen. Gut. Mein Rechner wird schon wieder laut. Ich glaube, den Rechner, den werde ich heute echt mal auseinandernehmen. Und den mal neu säubern, sage ich mal, von innen. Vielleicht ist da zu viel Staub drin oder so. So, haben wir hier noch Fackeln. Da haben wir noch ein paar Fackeln. Die kann ich dann gleich mal mitnehmen. Und da haben wir natürlich auch einiges da. Das nehme ich mal sicherheitshalber mit. Man weiß ja nicht. Ne? Jetzt war ich gerade mal nicht da oben. Da ist ja sogar ein Slab, der überhaupt nicht hin sollte. Komme ich an den ran? Ja, an den komme ich sogar ran. Aber dann verschwindet alles, ne? Oder? Ja, hatte ich recht. Egal. Das ist es wert. So. 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 Wow. Ist nichts da. Gut. Jetzt muss ich hier... nein. Da will ich platzieren. Da will ich platzieren. Da. 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 Und da. Und da. Dich baue ich auch mal ganz kurz dahin. Und dich baue ich dahin. Das sollte eigentlich reichen, um dafür zu sorgen, dass hier keine Kreaturen spawnen. Ich hoffe mal, es funktioniert so. Nehmen wir jetzt hier noch kurz runter. Und dann habe ich hier mein kleines Häuschen. Ich brauche Slabs. Ich brauche einen davon. Machen wir das erstmal ganz kurz fertig. Gut. Dann kann ich das da abbauen. Und dann... Und dann... Und dann... Und dann... Und dann... Und dann habe ich hier noch Sticks. Habe ich hier Sticks drin? Nee, habe ich nicht. Dann baue ich mir mal ein paar Sticks, damit ich mir wieder einen neuen Zaun bauen kann. Und wenn ich dann den neuen Zaun habe, kann ich dann auch andere Sachen machen. So. Ah, 4 Zaun ist ein bisschen wenig. Drei, vier, fünf, sechs. So.
Ja, das sollte reichen. Das sollte reichen. Ich hoffe, jetzt ist hier draußen nichts. Nein, gut. Und? Ja. Wunderbar, jetzt habe ich wieder meinen schönen Zaun. Und alles sieht wieder wunderbar aus. Gut. Hat also bis hierhin funktioniert. Wie wir das hier drin einrichten, kann ich jetzt aktuell noch gar nicht sagen. Dafür bräuchten wir ein paar Spinnen und... oh, die Bäume sind schon wieder gewachsen. Dann werde ich mich jetzt erstmal ganz kurz um diese Bäumchen da kümmern. Das sieht gut aus. Halt. Ach genau, hier waren es 2, 1. Zwei Felder, zwei Felder. Achso, hier geht das gar nicht anders. Achso. Das. Gut, das passt. Wie sieht es denn mit den Hühnern aus? Oh, da haben wir Eier. Da haben wir Eier. Eier kann man immer gut gebrauchen. Ich muss... Oh, ich muss aber... Gut. Hühnchen, komm. Und Hühnchen. So, machen wir euch beiden. Juhu, wir haben Eier. Naja. So, die Slabs, die kann ich hier noch einsammeln. Alles, was mit Holz zu tun hat, kommt natürlich woanders hin. Das macht ja keinen Sinn, wenn das alles da ist. Ein Schwert behalte ich noch am Mann. Dann bringen wir es immer... Oh. Es ist jetzt echt schwer, sich zu entscheiden, was man als allererstes macht. Halt, die Sticks habe ich ja nicht rausgenommen, ne? Nee. Packen wir hier noch schnell die Sticks rein. Ach, die Bäume wachsen wieder schön. Das sind schöne Bäume, wenn sie so wachsen. Gut. 1, 2, 3. Und wir haben noch 3 Kartoffeln. Für den Troh. Da fällt mir gerade ein, ich müsste mal was essen. Na. Iss. Danke. Einmal zu schnell losgelassen und schon hat man das Problem. Kürbiskerne sind auch in Ordnung. Gut, das passt alles. Jetzt wollte ich schnell... Ich hoffe, jetzt kommen hier keine Gegner. Schnell auf das letzte bisschen hier an Cobblestone einsammeln. Nee, ne? Ah, das gibt's da nicht. So haben wir hier noch die... Ja. Nicht gut. Nicht gut. Warte mal, wie war denn das mit Schwarzpulver? Konnte man doch... Wie war denn das Rezept? Zack, zack, zack. Nee. So? Nee. So? Das war es auch nicht. Ich komme nicht drauf. Spinnenauge, Cookie, das haben wir. Pfeile. Wir brauchen noch 2 Spinnen. Ne? Machen wir jetzt erstmal so. Komm. Das müssen wir jetzt schnell mal machen, weil das, ich kann die Leute hier nicht einfach so ohne Werkzeug da sitzen lassen, wenn die nächsten dann wieder auf die Sky Family losgehen. Einmal. Zweimal. So, ein paar Minuten habe ich noch. Komm her. Eins. Oh, das gibt's nicht. Sollst nicht in der Lava landen. Wunderbar, komm. Gut, 6 Stück sollten reichen, dass ich da schnell noch die Werkzeuge herstellen kann. Und dann... kann ich auch schon aufgehen. Wie gesagt, das neue Voting hat gestartet. Ihr findet das neue Voting dann
unten im der Videobeschreibung verlinkt. Und ja, während hier die Bäume weiter wachsen und über die ganze Situation hoffentlich Gras wächst, dass ich jetzt hier wirklich ja, Probleme hatte, ja, muss ich morgen aussetzen, ja, weil ich konnte es halt nicht nachweisen, was da genau passiert ist. Deswegen werde ich morgen, also am Dienstag, aussetzen. Und ihr bekommt dafür dann eine Spezialfolge von mir über Minecraft Vanilla. Ja, und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ich bin euer Tro. Los, Pikachu! Hey, und es gab sogar einen Pikachu. Ja, ich bin euer Tro und tschö, tschö.